Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Ich spiele mir wieder Carbon Warfare. Mit... Slidy Style, oh, hi! Okay, wie auch immer, hier in diesem Spiel geht es darum, die komplette Menschheit zu zerstören. Und wir sind gut dabei, wir haben das Tutorial geschafft. Und jetzt machen wir das richtige Spiel. Und zwar müssen wir die Welt zerstören, indem wir CO2-Abgase verstärken. Genau. Okay. Ich dachte gerade an eine furzende Kuh, ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, okay. Es ist soweit, ich habe dir Reichtum und Macht gewährt, jetzt wirst du dich revanchieren. Oh, One Eure Piece. Welt ist unter dem Untergang geweiht, die Menschheit ist entschlossen, sich auszulöschen. Du wirst helfen, ihr Schicksal zu besiegen. Bist du bereit? Du liest das so, okay. So ohne Dominanz. Ja, dann mach das, mach das. Nein. Mach das mit Dominanz, bitte. Okay. Der Klimawandel ist eine stabile Bedrohung. Investiere in Branchen, die zum CO2-Ausstoß beitragen. Beobachte den Temperaturanstieg und werde Zeuge der Auswirkungen. Danke, Meister. Kein Problem. Na, okay, wir fangen natürlich bei Afrika an. Erstmal werden wir Afrika auslöschen und dann... Weißt du, was ich hasse? Was? Immer wenn irgendwie Afrika erwähnt wird, ne? Ja. Dann muss irgendein Spasti so richtig dreckig gucken. Wieso guckst du mich so dreckig an? Ich gucke die Wand an. Siehst du die Wand? Ja, okay, die Wand ist schwarz. Was willst du damit sagen? Ja, deswegen okay, Thema. Wow! Okay. Ey, kannst du jetzt mal aufhören, dich immer bei jedem Scheiß, den ich sage, zu beschweren? Ich beschwere mich nicht, du sagst halt nur scheiß Dinge. Ja, okay, okay. Ich entschuldige mich, okay? Nein. Ja, okay, Entschuldigung nicht angenommen, alles klar. Okay, wollen wir jetzt bei Afrika anfangen? Oder sollen wir woanders anfangen? Lass uns mal bei Europa anfangen, okay? Oder nicht? Asien? Wo ist Europa? Hier ist Europa. Wir fangen bei Europa an, okay? Wir löschen jetzt Deutschland aus, okay? Darf ich es sagen? Ist es besser? Darf ich es sagen? Ja, sag. Danke, Merkel. Okay, wir fangen an. Wir werden investieren, okay? Okay, wir können zum einen in Autos investieren und das Ding ist, unten rechts ist so ein Balken, das wird gezeigt, was genau erhöht wird, wenn man das skillt. Wir können die Auswirkung. Also, es ist sehr wichtig, das Richtige zu skillen und wir können CO2-Ausstoß am Anfang skillen, das werden wir aber nicht tun, weil sobald der CO2-Ausstoß hochgeht, wird die Welt darauf reagieren. Die Leute werden es merken und die Leute werden umweltbewusster sein und deswegen müssen wir erstmal Gewinn erhöhen, sodass wir mehr Münzen bekommen und mehr Geld bekommen und den CO2-Ausstoß nur ganz leicht erhöhen. Deswegen, wir gehen erstmal auf den Gewinn. Weißt du, woran ich mich ein bisschen erinnert? Ja. An Plants vs. Zombie, an das Prinzip mit den Sonnenblumen. Ja, das stimmt. Am Anfang immer Wow, hier ist die Wahrnehmung viel größer, aber ich glaube, das ist billiger. Aber wir machen den Gewinn. Scheiß auf die Wahrnehmung. Dann der Gewinn ist hier richtig hoch. Wir nehmen den Gewinn. Bei den Autos auf jeden Fall den Gewinn. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal das Auto. Wir investieren erstmal 18, wir haben 7 Münzen. Je mehr Autos, desto mehr CO2-Ausstoß und desto besser ist es. Und jetzt geht's los. Und wir haben dieses böse Zeichen wieder. Wir haben das böse Zeichen wieder, was uns Geld geben wird. Und ich liebe das Zeichen. Gibt uns das Zeichen Geld? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, es lässt immer Münzen fallen. Es sieht ja auch aus wie diese Münze. Ja, natürlich. Investiere in mehr CO2-intensive. Investiere in mehr CO2. Okay, mach du das. Du kannst besser. Nein, das habe ich eben gerade richtig. Gut, dann lesen wir es gar nicht, habe ich gerade beschlossen. Nein, doch. Ja, doch. Nein, doch. Ich. Was haben wir da? Dieses rote Teil ist dafür da, um. Ja, genau. Oh, nein, was? Nicht Afrika. Sorry. Sorry, ja, sorry, danke Mann. Schön. Nicht hauen, nicht. Ach, wir können. Oh, ich verstehe. Ja? Wir können gerade die ganze Welt schon zerstören. Wir müssten uns nicht auf einen Kontinent konzentrieren. Ja. Wir können wirklich alle ficken. Ja, natürlich, wir müssen alle ficken. Aber ich würde gerne, weil wir es eh nicht in einem Part schaffen, alle zu ficken. Ne? Johnny Stins würde schaffen. Deswegen müssen wir erstmal investieren. Okay, was soll ich investieren? Wir haben hier mehr Autos, wir können mehr. Ne, CO2-Ausstoß ist bisschen blöd jetzt schon, oder? Wir müssen erstmal auf den Gewinn. Soll ich mal Gewinn dann skillen? Ja, aber wie viel kostet 37, der? 37 das noch ein bisschen hin. Das ist viel, oder? Was ist das? Aber was? Wir greifen gerade nur Europa an. Ja, wir können es auch gleich hier über diesen Tab einfacher verwalten. Also sollen wir jetzt nur Europa angreifen oder wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal schön bei der Ausrottung in Europa an. Aber ich überlege gerade, ist es besser, wenn man alle gleichzeitig irgendwie... Oder warte mal, gibt es einen Kontinent, wo weniger Skillbäume sind? Nein, die haben ungefähr die alle ungefähr gleich, alle oder? Gleich, aber ich überlege gerade, was ist denn... Ozeane wären eigentlich noch am hilfreichsten. Ozeane wären sehr hilfreich, das stimmt, aber wollen wir erstmal nur Europa machen? Wir kümmern uns jetzt erstmal um Europa. Okay, aber ich finde es irgendwie geil, wenn ich Münzen auf der ganzen Welt aufheben kann. Sagen wir Europa und Afrika. Das ist nur fair. Weil wir brauchen überall Punkte. Wir können nicht nur auf eine Sache uns konzentrieren. Da müsst ihr voll lange warten. Ja, okay, hä? Okay. Keine Ahnung, wir haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Okay, hier habe ich Gewinn. Soll ich hier mal Gewinn erhöhen? Soll ich das mal erhöhen in Asien einfach mal? In ja, Asien. Mach den Gewinn. Mach den okay? Gewinn. Okay, okay, ich mache in Asien. Okay, ich fange an. List. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Europa und Asien, auf zwei Kontinente. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber jetzt haben wir zwei. Oh, jetzt haben wir auch zwei von diesen Teilen. Jetzt haben wir zwei von diesen Teilen. Das heißt, wir, bekommen mehr Instant-Münzen. Und die geben uns immer Münzen. Und ich glaube, wir müssen darauf achten, damit dieses Zeichen nicht verschwindet und immer wieder upgraden dann oder irgendwie sowas. Weil sobald ich glaube, das Zeichen weg ist, haben wir ein Problem. Ja, kann das sein? Ja, was? Das kann eigentlich sein, ne? Das kann sein, ja. Dass wir Münzen verlieren. Ich meine, wir haben jetzt 14, wir bekommen relativ schnell Münzen. Ja, wir bekommen schnell Münzen. Wir haben jetzt 17, jetzt geht es direkt auf 20. Wow, ja, jetzt geht es richtig schnell. Und jetzt können wir gleich wieder upgraden. Europa? Aber wir sollten jetzt wirklich in Europa und Asien bleiben. Ich würde aber gerne das hier erhöhen. Gewinn und Wahrnehmung. Das sieht geil aus. Guck mal, wie Gewinn steigt. Gewinn ist extrem. Ja, okay, dann skill das. 37 Punkte. Aber Wahrnehmung ist doch nicht gut für uns. Wie, ist nicht gut für uns? Das kann doch nicht gut für uns sein. Dann merken doch die Leute einfach mehr, yo, da passiert Scheiße auf.
auf Ach, der stimmt, Welt. Ach stimmt, du hast recht, nicht, das kann nicht gut sein. Ich glaube, das ist nur so ein ekelhafter Side-Effekt. Ja, das ist, ich glaube, Wahrnehmung ist hier blau angezeigt, deswegen denkt man, das ist gut. Du, aber hast halt extrem viel Gewinn, ja, aber dafür hast du halt den Side-Effekt, dass die es besser mehr wahrnehmen. Oh mein Gott. Kann das so sein? Ja, das kann sein. Jetzt haben wir 36, wollen wir gleich auf CO2 dann gehen oder nicht? Weil wir können halt Gewinn erhöhen, aber dann geht auch Wahrnehmung genau gleich hoch. Ja, das ist halt kritisch, oder die Wahrnehmung. Oder wir gehen auf CO2-Ausstoß, aber was bringt uns das dann? Aber die Wahrnehmung geht nur in Asien hoch, nicht auf der ganzen Welt. Ah, ja, das ist natürlich, ach stimmt. Mhm, dann soll ich eigentlich relativ... Warte, ich gehe mal zu Europa ganz kurz. Ich kann das hier erhöhen. Oder was ist das hier? Gewinn und Wahrnehmung. Soll ich einfach das hier und mehr gewinnen? Naja, kommt drauf an, was willst du zuerst belagern? Wenn wir jetzt erstmal Europa kaputt machen würden... Wir wollen erstmal Europa kaputt dann machen. Dann würde es mehr machen, dass wir auf die Wahrnehmung in Asien scheißen. Ja, okay, dann soll ich... Nein, jetzt müssen wir in Asien mehr Geld machen. Oh mein Gott, das hört sich so... Wirklich so. Okay. Wollen wir jetzt Asien oder nicht? Ja, mach hier den Gewinn und dann erhöht sich hier die Wahrnehmung. Ja. Und in Europa bleibt sie gering, die Wahrnehmung. Ja. Und wir greifen Europa an. Oh, okay. Mit dem Gewinn, den wir aus Asien... Oh mein Gott, das hört sich einfach so schlimm an. Ja, okay, dann verbessere ich es jetzt einfach mal. Was haben wir hier? Wir haben hier mehr CO2-Ausstoß. Hier haben wir wieder mehr Gewinn. Soll ich mehr Gewinn nochmal? Mal geh auf Gewinn. Scheiß auf die Wahrnehmung. Soll ich auf Gewinn gehen? Soll ich auf Gewinn gehen? Ja, Gewinn. Okay, wir gehen auf Gewinn, Leute, weil Snyli das gerade... Und, Moment mal. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, Gewinn zu upgraden, ne? Es lohnt sich gar nicht, Gewinn zu upgraden, weil ich glaube, je höher das Rote bei dem Kreis ist, je mehr der Kreis rot ist, desto mehr Geld bekommen wir in der Zeit von dem Kreis. Sein. Das Ding ist aber, dass sobald das Rote komplett weg ist bei dem Kreis, verschwindet der Kreis. Aha. Und ich glaube, wir müssen gar nicht dauerhaft upgraden, nur solange der Kreis weniger rot ist. Du meinst, wir sollten ihn immer aktualisieren. Ja, aber er wird ja nicht roter. Hey, aber wir machen mehr Gewinn trotzdem. Der Gewinnspanne steigt ja trotzdem. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ernsthaft, was ist das hier? investiere in entsprechende Industrien. Okay, wir wissen natürlich nicht, was wir hier tun, um ganz ehrlich zu sein, aber wir machen es einfach. Wir haben wieder 30. Soll ich wieder Gewinn erhöhen? Gewinn erhöhen? Soll ich in Europa Gewinn erhöhen dieses Mal wieder? Wollen wir 37 sparen? Guck mal, wie viel Gewinn hier? Oh, und was die Wahrnehmung? Die Wahrnehmung? Genau dasselbe. 37 können wir sparen. Können wir hier nicht irgendwo draufklicken? Forschungstempo langsam. Genau. Ja, genau. Und jetzt haben wir 38, jetzt können wir bei Europa. Aber das Forschungstempo wird immer schneller, umso mehr Wahrnehmung wir bekommen. Wir können entweder CO2-Ausstoß erhöhen oder das hier. Soll ich das Gewinn nehmen? Was passiert jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Eiskappen. Eiskappen. Die grönländische Eisschildschmilz. Oh, wir können die scheiß Welt überfluten. Können wir? Oh mein Gott. Das wird jetzt extrem verstörend. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Was zur Hölle passiert hier gerade? Ich glaube, jetzt überfluten wir die ganze Welt. Was? Ja, wir überfluten die ganze Welt. Oh, wir sind schon aggressive Motherfucker. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert, aber wir machen irgendwas. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Meeresspiegel um 15 Meter. Stell dir mal vor. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Warte, der allgemeine Meer? Oh mein Gott, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Oh mein Gott, der Meeresspiegel. Was? Wir sind bei plus 6 Grad? Plus? Nein. Hä, zerstören wir jetzt wirklich die ganze Welt irgendwie? Ja, wir was? Also 68 Punkte. Was? Was soll ich erhöhen? 68 Punkte. 68 Punkte? Soll ich Asien erhöhen oder was? Glaube ich, erhöhe Asien nochmal. Haben wir was in Nordamerika? Was ist das hier? Koreanische Drohung. Was soll ich erhöhen? Was haben wir noch nicht da erhöht? Da kommt dieser kleine Kim. Ich glaube, wir haben Nordamerika noch gar nicht erhöht. Wollen wir mal Nordamerika erhöhen? Nein, Asien. Ich möchte das unbedingt machen. Diese koreanische Bedrohung. Ah, okay. Dann machen wir das. So, haben wir. Jetzt nehme ich nochmal Zeit, damit die noch mehr mit Autos rumfahren. Okay, komm. Okay. Jetzt werden die Asiaten richtig viel... Die Asiaten sind schuld jetzt. In diesem Spiel sind Asiaten jetzt schuld. Und wir haben 10 Naturkatastrophen. Haben wir 10 Was? Stück. 10 Stück. Wir können jetzt... Hier, können wir das hier? Aber warte mal, wir können auch im Ozean was, wir können auch was im Ozean machen. Ja, wieso können wir im Ozean was machen? Das machen wir jetzt einfach mal hier hin. Ja, wir haben ja 10 Stück. Lol. Alter, okay, was passiert? Alter, es wird überschwemmt. Okay. Es ist aber, man muss das Spiel auf jeden Fall öfter spielen, damit man es irgendwie versteht. Und ich denke, Ozean ist sogar eine gute Idee, oder? Oder da, wo Forschung oben ist. Aber so funktioniert das Spiel. So funktioniert das Spiel, ja. So wird die Welt dann zerstört. So wird die Welt zerstört, ja. Und hier nochmal, das ist gut. Und jetzt, das instabile Klima liefert nun jede Runde Katastrophenmarken. Nutze sie beliebig und erhalte Angriff aufrecht. Die Menschen werden sich mit mir widersetzen und lassen sie blablabla. Oh, wir haben 3 Naturkatastrophen. Lass uns die mal in Afrika benutzen. Ich glaube, in Afrika wird jetzt... Afrika. Okay. Hier, siehst du? Jetzt guck mal, wie heftig das ist. Wie extrem alles kaputt geht. Wir haben 3 Stück. Bei Afrika ist noch gar nicht davon betroffen, obwohl wir mit Afrika... Das war einer unserer Ursprungsländer. Ist irgendwie nichts passiert. Und da ist es sowieso schon sehr warm. Deswegen, da sollte es eigentlich alles anfangen, schneller zu brennen. Oh mein Gott, jetzt ist Afrika auch. Sein Lieb, bist du noch da? Ich bin noch da. Hallo? Ach, da, hi. Witzkopf, Wichser. Ja, sorry. Ist mir leid. Nein, pass mich. Lass uns Freunde pass sein. Mich nicht an. Lass uns Freunde. Pass mich nicht an. Okay, dann nicht. Wir haben Nachrichten. Ah, die werden wir nicht lesen, weil sie uns nicht jucken und wir schauen keine Nachrichten. Oh mein Gott, die Welt dreht sich. Oh mein Gott, es schmilzt. Schon wieder. Es schmilzt schon wieder. Alter Schwede.
Leute. Jetzt geht die Party ab. Oh mein Gott, okay, jetzt wird die ganze Welt zerstört. Die komplette Welt wird zerstört. Haben wir es geschafft oder wie? Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Ich gehe mal davon aus, wenn sowas passiert, ist es heftig. Aber geschafft. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nichts gerade. Wir zerstören auf jeden Fall sehr viel, das weiß ich. Weitere große Städte vom Meeren verschluckt. Wow, wie krass das aussieht, das Bild. Also, das kann ewig können liegen. Ja. Okay, wir sitzen hier gerade schon so lange. Das Spiel ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich ein bisschen Zeit lassen muss. Weil, ja, man muss dann. So funktioniert das quasi. Man muss die komplette Welt zerstören. Und wir werden es noch weiter zocken. Aber im Video können wir es nicht mehr weiter zocken, weil es ist so krass. Es dauert wirklich so lange, dass wir ja sonst für eine Ewigkeit sitzen. Aber es ist halt ein kleines Wartespiel. Es ist ein kleines. Man muss ein bisschen warten. Also. Man muss ein bisschen warten. Und im Endeffekt wird man dann früher oder später die Welt zerstören. Es gibt ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also, wenn ihr es auch spielen wollt, dazu findet ihr einen Link in der Beschreibung. Danke, Zeit, dass du dabei warst. Braucht man dafür eine Internetverbindung, um das zu spielen? Nein, oder? Ich glaube, zum Runterladen schon. Ja, das und ja. Danach weiß ich es nicht genau. Also, das kann ich nicht sagen. Okay. Aber okay, das war's fürs Video. Vergesst nicht zu bewerten und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao.